da kam bestimmt sehr viel zusammen. Die eine Tatsache, dass er bis jetzt ja eigentlich immer von Anfang an und immer durchgespielt hat, kam sicherlich noch dazu. Sehr viel Belastung. Auf der anderen Seite auch natürlich vielleicht an dem Tag nicht optimal regeneriert nach zwei Tagen vorher das Spiel und die Atmosphäre dann dazu am Anfang, sehr hitzige Geschichte, und deswegen ja, hat er einfach dann, Gott sei Dank, muss ich sagen, gesagt, es geht nicht mehr, weil er hätte ja sich einfach nur auch irgendwo hinstellen können und darauf warten können, dass die 90 Minuten rum sind, und das wäre noch schlimmer gewesen. Dementsprechend ist das für mich schon positiv, dass er dann auch sich zu Wort meldet und sagt, wenn er geht nicht mehr, ich möchte raus. Ich habe jetzt noch nicht die genaue Diagnose, was die Ursache dafür war, aber das kann euch der Arzt wahrscheinlich besser erklären. Er ist heute mal drinnen geblieben, wir werden es mal durchchecken die nächsten Tage. Er hat natürlich sehr viele Spiele gemacht, ich habe schon gesagt. Jetzt müssen wir einfach mal schauen, wie er das Spiel jetzt hier wegsteckt, und dann dementsprechend. Wir haben Gott sei Dank jetzt mal ein bisschen Zeit bis Sonntag. Wir geben den Jungs auch morgen mal frei. Das ist der erste Freitag nach 3,5 Wochen. Das merkt man schon, dass das einfach sehr, sehr intensive Zeit jetzt war. Und wir müssen jetzt mal ein bisschen auch wieder Frische bekommen. Vor allem auch im Kopf. Bleiben morgen alle zu Hause, und meine Trainer auch.